Ja, erstmal hallo an alle. Ich hoffe, ihr seid alle wach, alle gut in Berlin angekommen, die anreisen mussten. Und ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich war letztes Jahr schon hier bei der ersten Mann sein dürfen Konferenz. Das erste Mal, wo ich wirklich Public Speaking gemacht habe und die Konferenz war genial. Ich freue mich noch mehr, dieses Jahr da zu sein und vor allem auch der erste Sprecher zu sein. Das heißt für mich, ich werde euch heute alle entjungfern. Keine Sorge, es wird nicht wehtun. Ganz, ganz kurz zu mir. Anschu Kögel mein Name. Ich finde ein sehr, sehr schöner Vorname. Schrecklich sperriger Nachname. Habe ich mir nicht ausgesucht. Ich habe vor 3 Jahren eine folgenschwere Entscheidung in meinem Leben getroffen. Ich habe mein Masterstudium als Ingenieur abgebrochen und habe gesagt, ich starte einen Blog für Männer. Verrückte Idee. Das war vor circa 3 Jahren und jetzt stehe ich hier, bin seit über einem Jahr selbstständig, lebe von meiner Internetseite und reise um die Welt. Ich lebe meinen Traum und es fühlt sich unglaublich gut an. Ich habe damals angefangen, vor allem über Dating zu schreiben. Irgendwann kam noch das Thema Männlichkeit und Sex hinzu. Und seit diesem Jahr schreibe ich meinen Blog Unisex für Männer und für Frauen und über, ich würde sagen, alle wichtigen Lebensbereiche. Ich versuche, auch wenn es mir nicht immer gelingt, die wichtigen Fragen im Leben zu beantworten. Freiheit. Dazu kommen wir gleich, mein Vortrag. Ich würde jetzt gerne ein Gefühl dafür bekommen, wer ihr so seid. Und deshalb einfach nur ein paar kurze Fragen. Wer war denn schon letztes Jahr auf der Konferenz dabei? Bitte einmal die Hand heben. Okay, die allermeisten von euch erkenne ich noch. Namen, tut mir leid, kann ich mich nicht an alle erinnern. Wer von euch hat schon mal einen Artikel von mir gelesen oder ein Video geguckt? Oh, das überrascht mich. Viele, das freut mich. Hat jemand von euch mein Buch gelesen? Auch viele. Gekauft oder illegal runtergeladen? Nur Spaß. Fandet ihr es gut oder war eine komplette Verschwendung von Zeit, Energie und Geld? In Ordnung? In Ordnung? Super. Freut mich zu hören. Jetzt noch ganz kurz, mich würde interessieren, warum ihr hier seid. Wer ist bei dieser Konferenz, weil er sagt, er ist in seinem Beruf nicht ganz zufrieden, möchte beruflich was machen, seinen Lebensweg finden? Einige, okay. Wer ist hier wegen dem Thema Frauen, also Flirten, Beziehung, okay. Sex? Du? Jetzt? Wer ist denn wirklich hier wegen dem Thema Männlichkeit, männliche Identität, Rollenverhältnisse? Die allermeisten. Das ist cool. Wer ist wegen was ganz anderem hier? Keiner. Gut, super. Gut. Freiheit. Sehr, sehr großes Wort. Ich glaube, über kaum ein Wort wurde so viel gesprochen, geschrieben, philosophiert. Ich weiß, ich sehe älter aus, aber ich bin 27. Und für mich ist momentan meine Freiheit das Wichtigste. Ich glaube, das wird sich irgendwann mal ein bisschen ändern und ich möchte mal eine Familie haben und nicht mehr um die Welt reisen und mehr besitzen als nur einen Koffer. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Freiheit immer sehr, sehr wichtig für mich sein wird. Und was ich von mittlerweile tausenden von Lesern E-Mails rausgefunden habe oder zwischen den Zeilen gelesen habe, dass es vielen Menschen ähnlich geht, dass sie sich mehr Freiheit wünschen. Ähnliches auf meinen Reisen. Viele von den Menschen, die ich kennengelernt habe, egal ob es Mann oder Frau, wünschen sich mehr Freiheit. Doch hier fängt, glaube ich, das Problem an. Denn was ist Freiheit überhaupt? Ist Freiheit ein Gefühl? Ist es eine Lebenseinstellung? Ist es ein Wert? Ist es was Momentanes, wenn ich mich jetzt gerade frei fühle? Oder ist es was, was in meinem Leben immer mitschwingt? Was bedeutet Freiheit? Morgens ausschlafen zu können? Finanziell ausgesorgt zu haben? Ein Harem von jungen Frauen zu haben, die dich jeden Tag darum betteln, dass du dich von morgens bis abends durchvögelst? Weiß nicht. Was ist Freiheit? Ich glaube, Freiheit ist was sehr, sehr Individuelles. Und was für mich Freiheit bedeutet, werde ich euch gleich erklären. Ich möchte aber, dass ihr euch 30 Sekunden Zeit nimmt, die Augen schließt
und euch vorstellt, was für euch Freiheit bedeutet. Wie wäre es, wenn ihr komplett frei seid? Nehmt euch bitte jetzt kurz die Zeit. Keiner wird euch euer Portemonnaie klauen. Wir sind nicht in Südamerika. Ich trinke kurz. So, ich werde jetzt jeden Einzelnen von euch fragen, was Freiheit bedeutet. Ich fange mit dir an. Nein, natürlich nicht. Dafür haben wir nicht die Zeit. Würde ich gerne tun, vielleicht beim persönlichen Gespräch. Eine Definition von Freiheit, die ich relativ oft gehört habe, ist, zu jeder Zeit das zu machen, was ich will. Klingt es für euch nach einer guten Definition? Ja, einige nicken? Nein, geht mir ähnlich. Ich habe mit der Definition auch so meine Probleme. Und ich möchte auch gleich erklären, warum. Wenn Freiheit für mich bedeuten würde, ich mache in jedem Moment meines Lebens das, was ich will, dann würde ich jetzt gerade nicht hier stehen. Ich denke, einige von euch haben schon mal vor großem Publikum geredet und ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Aber hey, es gibt angenehmere Dinge. Ich bin leicht angespannt, ich bin ein bisschen nervös. Ich glaube, meine Eier sind gerade so klein und hart. Das heißt, ich freue mich wirklich, hier zu sein, aber es gibt angenehmere Dinge, die ich jetzt in diesem Augenblick machen könnte. Wenn ich es wirklich in jedem Moment machen könnte, was ich will, dann würde ich jetzt vielleicht an irgendeinem Strand sitzen und mir von einer exotischen Frau einblasen lassen, während ich genüsslich an einem Joint ziehe. Zigarre, Entschuldigung, wir müssen ja politisch korrekt bleiben. Ich bin aber hier. Und paradoxerweise bin ich hier, weil ich frei bin. Ich habe mich, wie gesagt, vor 3 Jahren diesen freien Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Ich habe mein Studium abgebrochen, ich habe mich gegen die Karriere entschieden und gesagt, ich entscheide frei, ich wähle meinen Weg frei. Heißt das, dass ich seitdem immer nur Sachen gemacht habe, die sich angenehm fühlen oder die sich frei anfühlen? Nein. Wie gesagt, sonst wäre ich jetzt gerade nicht hier. Und ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben, um euch besser meine Definition von Freiheit zu erklären. Letztes Jahr war für mich ein super intensives Jahr. Ich habe mein erstes Buch geschrieben, ich habe bei der Mannsein-Dürfen-Konferenz gesprochen, zum ersten Mal vor großem Publikum. Mein Vater ist gestorben, der zufälligerweise um die Ecke begraben ist, in dem Friedhof hinten. Das Leben ist ein Kreislauf. Und unter anderem war ich in 22 Ländern letztes Jahr, während ich ein Buch geschrieben habe und so weiter. Ich möchte ja gleich mal ein paar Reisebilder zeigen, damit es nicht so nur Monolog ist. Das hier bin ich zum Beispiel in der Nähe von Rio de Janeiro. Auf einer wunderschönen Insel, gibt keine Straßen, keine Autos, fantastisch. Wo ich gerade bei Rio bin, kurze Reisestory. Ich war da vor 1,5 Jahren und habe abends eine schöne Argentinierin kennengelernt. Und wir konnten nicht in mein Hostel, weil das war so 8-Bettzimmer, ich hatte keine Kohle. Und sie hat auch in einem Hostel gewohnt, wir konnten also auch nicht zu ihr. Also sind wir morgens um 5 zum Copacabana. Also genau das, was alle sagen, was man nicht machen soll als Tourist, nachts zum Strand gehen. Dann saßen wir am Strand und es wurde schon langsam heller und wir haben nur ein bisschen rumgeknutscht. Und plötzlich steht ein Mann hinter uns. Und ich kann ja Portugiesisch und der meint auf Portugiesisch, hi. Und ich drehe mich um und meinte, ist gerade ein bisschen unpassender Zeitpunkt. Wir sind ja gerade romantisch am Rumknutschen, es passt nicht. Und er meinte, ist mir egal. Und der Typ hatte irgendwas in der Hose sich reingesteckt und hatte sein T-Shirt drüber. Man konnte aber was durchsehen. Und er meinte, hör zu, ich habe hier drin eine Pistole, gib mir dein Geld. Und das von ihr auch. Und ich war so total geschockt, so what the fuck, was geht ab? Und ich hatte damals 20, 30 Reais dabei, das sind irgendwie 8 oder 10 Euro. Und ich meinte, hey, überhaupt kein Problem, ich kann dir das Geld geben und ja, machen wir. Und er meinte, was? 30 Reais, das ist ja nichts. Gib mir deine Uhr, dein Handy, dein Portemonnaie, ihre Handtasche, alles, was du hast. Und ich dachte so, what the fuck, das ist scheiße. Die Uhr ist von meinem Vater, es ist nichts wert, aber hat einen emotionalen Wert für mich. Und Portemonnaie genauso, ist Ausweis drin und so weiter. Und in dem Moment dachte ich mir, wenn er wirklich eine Pistole hätte, warum zeigt er mir nicht die Pistole? Warum hat er nur ein T-Shirt drüber? Und dachte ich mir im nächsten Moment so, selbst wenn er eine Pistole hat, er wird mich nicht abknallen. Es wird langsam hell. Menschen waren ab und zu mal am Rumjoggen und in dem Moment meinte ich glaube, nachhinein, ich würde es anders machen, aber in dem Moment meinte ich, hör zu, zeig mir die Pistole, ich gebe dir alles, was ich habe, selbst meine Hose, zeig sie mir nur kurz. Und der Typ meint zu mir, sag mal, bist du wahnsinnig? Ich knall dich ab, ich habe eine Pistole. Und ich meinte, zeig sie mir.
Und er hat mich gefühlt eine Minute in die Augen geguckt, ohne zu blinzeln. Und ich dachte mir so, okay, das Ende. Plötzlich grinst er, reicht mir die Hand und sagt, du bist ein cooler Typ, schönen Tag noch. Und ist gegangen. Der Typ hat nur geblufft. Ich würde es trotzdem, also falls ihr in Südamerika ist nicht so gefährlich, wie man denkt, falls ihr da unterwegs seid und jemand sagt, er hat eine Pistole, glaubt ihm. So, das hier bin ich auf 3000 Meter Höhe, irgendwo zwischen Bolivien und Chile, unfassbar schön da. Das hier ist, bin ich und wie man sehen kann, meine riesen Bizeps. Im Hintergrund ist Machu Picchu, die verlorene Inka-Stadt. Und des Weiteren habe ich mir letztes Jahr, nachdem ich mein Buch veröffentlicht habe, kam ein bisschen Geld rein. Wahrscheinlich viel weniger, als ihr vielleicht denkt. Aber ich habe mir mit einem guten Freund, der ist auch ein Blogger, der ist gerade nicht hier, habe ich mir einen Traum erfüllt. Wir haben uns zusammen ein gebrauchtes Wohnmobil gekauft. Johnny haben wir ihn getauft. Und ich habe letztes Jahr 3 Monate in diesem Wagen gelebt. Und ich bin auch 3 Wochen mit Yannick rumgefahren, der hat nachher den Vortrag, und die restlichen 2 Monate mit dem guten Freund. Es war fantastisch, unheimlich viele Abenteuer, ich würde gerne mehr Geschichten erzählen, aber da reicht die Zeit nicht. Gut, super interessantes Jahr, aber Ende Oktober war die Reise vorbei. Und hatte ich zum ersten Mal in ein paar Wochen, wo ich runtergekommen bin. Ich habe damals auch John getroffen und meinte, John, das Einzige, was ich jetzt will, ist ein Zimmer für mich, in geregelten Tagesablauf und ein bisschen Ruhe. Und da ist mir aufgefallen, dass ich extrem dünn geworden bin. Wenn ich irgendwie schlecht esse, viel reise, viel unterwegs bin, ich nehme nicht zu, ich nehme ab. Und ich mag das aber nicht. Und für alle, die jetzt nicht meinen nackten Oberkörper sehen wollen, bitte die Augen zu. So, das war ich letztes Jahr im November. Vielleicht sagen einige von euch, sieht ja gar nicht so schlecht aus, ist ja ganz in Ordnung. Ich war noch nie in so einer schlechten Verfassung. So dünn, so abgemagert. Und ich mag das nicht. Und damals dachte ich, okay, das ist scheiße. Gesundheit, attraktiven Körper, ist es mir wichtig. Habe ich gesagt, ich möchte jetzt wieder regelmäßig trainieren und wieder in Form kommen. Der Punkt ist, seit letztem Jahr im November, seit ich so aussah, war ich schon wieder in 8 oder 9 Ländern. Ich war in Dubai, was eine absolute Parallelwelt ist, unfassbar. Ich war in Argentinien. Hier, genau, im Hintergrund sieht man, erkennt ihr Buenos Aires? Ich war, das sieht man nicht, der hat nicht raufgepasst, der Bizeps. Nein, ich war 3 Wochen bei ihr, ich kannte sie nicht wirklich, habe aber 3 Wochen bei ihr gewohnt, war auch so ein Abenteuer. Super tolle Frau, ich hatte mit ihr meinen ersten Dreier mit einer anderen Frau. Unfassbar, also falls ihr mal die Möglichkeit habt, ich habe noch nie in meinem Leben was Sinnlicheres, Leidenschaftlicheres und Erotisches gesehen, als ein Dreier mit 2 Frauen, die keine Grenzen haben, alles mitmachen. Dann war ich dieses Jahr nochmal in Brasilien, bei ihr. Mit ihr hatte ich keinen Dreier, trotzdem eine super tolle Zeit. Und ich will hier auch nicht angeben, lauter Frauen zeigen, sondern worauf ich hinaus will, ist, ich war super viel unterwegs. Und trotzdem habe ich es geschafft, mit Ausnahme von 1 Woche, 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Was mir wichtig war. Was ich diese freie Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich möchte gesund leben und fit sein. Und ich war vor ein paar Wochen in Wien, 1 Woche, und trotzdem war ich in der Woche 3-mal im Fitnessstudio. Ich habe es irgendwie gebacken bekommen. Und das bedeutet, das ist nicht einfach, abends um 10 zu sagen, ich gehe jetzt noch ins Fitnessstudio, weil heute ist Mittwoch und Mittwoch gehe ich immer ins Fitnessstudio, fühlt sich in dem Moment nicht unbedingt frei an. Es gibt angenehmere Dinge, als abends um 10 trainieren zu gehen. Du kannst mit deinen Kumpels ein Bierchen trinken, weiß ich was. Aber meine freie Entscheidung war, in Form zu sein. Das ist mir wichtig. Und deswegen habe ich es gemacht. Jetzt sehe ich ungefähr so wie rechts aus. Bisschen kräftiger noch. Ungefähr. Nur damit ihr mal sieht, was man einfach machen kann in ein paar Monaten. Und deshalb, ich glaube nicht, dass in jedem Moment in deinem Leben das zu machen, was du willst, wirklich Freiheit bedeutet. Das glaube ich nicht. Ich möchte euch nicht die Freiheit nehmen, das Wort Freiheit für euch zu definieren. Freiheit ist was sehr, sehr Individuelles. Ich möchte euch aber meine Definition geben, was für mich
momentan eine gute Definition von Freiheit ist. Vielleicht werde ich es in 20 Jahren anders definieren, ich weiß es nicht. Aber das hier ist momentan meine Definition von Freiheit. Freiheit heißt für mich, das Leben zu leben, das ich will. Im Beruf, Frauen und Partnerschaft, mit Hobbys, mit Freunden, beim Reisen, was auch immer. Das heißt, Freiheit heißt für mich, freie Entscheidungen zu treffen. Sagen, ich gehe diesen Weg und nicht einen anderen. Und dann aber auch diesen Weg zu gehen. Manchmal merkt man, während man einen Weg geht, dass es nicht der ist, den man gehen wollte, dass es sich anders anfühlt und dann wechselt man. Es ist in Ordnung. Aber das ist für mich die große Freiheit. Aber wie gesagt, jeder muss Freiheit für sich selbst definieren. Ich reite nur ein bisschen darauf rum, weil ich glaube, dass einfach viele Menschen und ich auch früher falsche Definitionen und falsches Konzept von Freiheit hatten. Gut. Gehen wir eine Ebene tiefer. Was hält uns ganz oft davon ab, freier zu sein oder freie Entscheidungen zu treffen? Habt ihr schon mal diesen Satz gesagt? Habt ihr schon mal gesagt? Ich früher auch oft. Ich habe keine Wahl. Ich möchte mal ein typisches Anschubeispiel machen. Wenn ich jetzt eine Pistole in der Hand habe und, keine Sorge, passiert nichts, ich halte sie dir an den Kopf und ich sage dir, blas mir einen oder ich erschieße dich. Was würdest du tun? Also nimm es jetzt nicht persönlich, ich hätte auch dich nehmen können. Dein Leben ist hier wichtiger. Gute Entscheidung. Also nicht, weil ich einen geblasen bekomme, sondern weil du am Leben bleibst. Die Frage ist, hast du eine Wahl? Sehr gut, sehr gut. Er hat eine Wahl, er hat es erkannt. Er hat eine Wahl. Der Punkt ist, wir haben immer eine Wahl, auch wenn wir es oft nicht sehen wollen. Zweiter Weltkrieg, nicht unbedingt eine Sternstunde für Deutschland. Wenn du damals einen Schwanz zwischen den Beinen hattest, also ein Mann warst. Entschuldigung übrigens für alle, die mich nicht kennen. Ich schreibe und rede sehr, sehr unverblümt. Das ist meine Art, ich bin an sich ein wirklich netter und lieber Kerl. Ist einfach meine Art zu schreiben und zu reden. Wenn du damals ein Mann warst, musstest du an die Front. Wenn du noch nicht an der Front warst, haben irgendwann die Jungs geklopft und gesagt, okay, du musst jetzt an die Front. Oder wir exekutieren dich. Wahrscheinlich haben die allermeisten Männer gesagt, ja, ich habe ja keine Wahl, klar gehe ich an die Front. Der springende Punkt ist, einige Männer haben ihre Wahl wahrgenommen. Die sind nicht an die Front gegangen. Leider sind viele exekutiert worden, aber sie haben gewählt. Der Punkt ist, wahrscheinlich wird es euch nicht passieren, dass euch irgendein Glatzkopf eine Pistole an den Kopf fällt und sagt, blas mir einen oder ich erschieß dich. Und wir haben auch alle das Glück, in einem Land zu leben, wo wir momentan keinen Krieg haben und nicht an die Front müssen. Und das sind jetzt zwei Extremsituationen. Aber der Punkt ist, wie oft in eurem Leben habt ihr gedacht, ich habe keine Wahl? Überlegt mal ganz kurz. Dazu kommt gleich ein persönliches Beispiel von mir, was vieles verändert hat. Worauf ich hinaus will ist, dass nicht die Gesellschaft, nicht die Umstände, nicht das fehlende Geld, nicht andere lassen euch nicht frei sein. Sondern wir bauen uns selbst immer unser eigenes Gefängnis. Du selbst raubst dir deine Freiheit. Hier zum Beispiel. Ich habe 2011 ein Austauschjahr in Turin gemacht, in Italien. Ich war damals im 5. und 6. Semester Wirtschaftsingenieurwesen, also kurz vor meinem Bachelorabschluss, und hatte eine große Karriere in einem noch größeren Unternehmen geplant. So, ja, Karrieremensch, ich will Geld machen, einen Porsche fahren, den ganzen Tag im schicken Hugo Boss Anzug rumrennen. In Italien habe ich damals meine Ex-Freundin kennengelernt, eine sehr, sehr süße, blonde Brasilianerin. Also nicht die von dem Foto vorher, sondern eine andere blonde Brasilianerin. Wer hätte es gedacht, bei 200 Millionen Einwohnern gibt es mindestens zwei blonde Frauen da. Und eines Sonntages bin ich mit ihr spazieren gegangen. Und ich meinte irgendwann zu ihr, sag mal, was würdest du eigentlich tun, wenn du die Gewissheit hättest, dass 2012 die Welt zu Ende geht? Ich habe diese Vorhersage, 2012, die Welt geht zu Ende. Was würdest du tun? Und ich hatte ein bisschen erklärt, was sie in den restlichen eineinhalb Jahren noch machen würde. Und dann hat sie mich gefragt, was würdest du tun, Anshu? Und ich meinte, ich würde um die Welt reisen wollen.
viele Abenteuer erleben und ich würde gerne ein Buch schreiben. Und sie meinte, was, ein Buch? Ich so, ja. Und sie so, was denn für ein Buch? Und ich so, ich weiß nicht, ein Buch über mich, über meine Einstellung, über mein Leben. Ich würde gerne ein Buch schreiben wollen. Der Punkt ist, diese an sich humorvolle Unterhaltung hat wirklich mein Leben verändert. Weil in den Wochen danach habe ich mich gefragt, warum würde ich mein Leben komplett anders leben, als ich es jetzt gerade tue? Nur wenn ich wüsste, dass es in 1,5 Jahren vorbei ist. Versteht mich nicht falsch. Wenn jemand zu euch sagt, ihr habt noch eine Woche zu leben, klar würdet ihr die Woche anders leben als euer normales Leben. Absolut. Aber wenn jemand sagt, ihr habt noch 1 Jahr zu leben, noch 1,5, noch 2, und ihr würdet euer Leben ganz, ganz anders leben wollen, so wie es mir damals ging, dann überlegt mal, wieso. Ist vielleicht ein Anzeichen, dass ihr nicht wirklich frei seid, dass ihr nicht wirklich das Leben lebt, was ihr wollt. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das Problem, was ich damals hatte, ist, ich habe kapiert, okay, ich lebe mein Leben nicht ganz so, wie ich will, aber ich dachte, ich muss ja. Ich habe ja so viel Zeit und Energie in dieses blöde Ingenieurstudium gesteckt, ich muss ja jetzt Wirtschaftsingenieur werden. Weil sonst wären es ja irgendwie 3-4 Jahre, die ich weggeschmissen habe. Ich habe mir selbst mein eigenes Gefängnis gebaut. Keiner hat gesagt, du musst Wirtschaftsingenieur werden. Das war nur in meinem Kopf. Gefangen in meinem eigenen Kopf. Ich habe die Wahl nicht gesehen. Ich habe ja keine Wahl. Der Punkt ist, zum Glück habe ich es irgendwann verstanden. Und dann kam der Gedanke, ich muss gar nichts. Klar, irgendwann mal sterben. Aber ansonsten muss ich gar nichts. Ich muss nicht den Erwartungen anderer gerecht werden. Und dann kam der Gedanke, und wenn ich als Barkeeper in irgendeiner Strandbar in Thailand glücklich bin, dann ist das doch auch in Ordnung. Oder nicht? Und das hat bei mir eine Art Lebenskrise hervorgerufen. Ich habe angefangen, alles zu hinterfragen und ich habe mich 1,5 Jahre wirklich verloren gefühlt. Und das war nicht cool. Die Bühne knackt ganz schön, ne? Ich hoffe, ich bin nicht zu dick. Ein großer Bizeps. Das hat alles hervorgerufen. Und jetzt möchte ich euch mal fragen, wer ist mit seinem Beruf zum Beispiel momentan nicht zufrieden? Einige. Wahrscheinlich, oder vielleicht habt ihr ein Haus oder müsst eine Hypothek abzahlen oder ihr müsst Miete zahlen. Ihr habt auf jeden Fall Rechnungen zu zahlen. Vielleicht habt ihr Frau und Kinder, die ihr ernähren müsst. Wenn ich euch aber jetzt sage, kündigt morgen, was sagt ihr dann? Anschu, ich kann nicht, ich habe keine Wahl. Doch klar, ihr wägt nur ab, was euch wichtiger ist. Ihr könnt euer Haus verkaufen, aufhören Miete zu zahlen, zieht bei einem Freund ein, schläft auf einer Parkbank, Handyvertrag, müsst ihr nicht zahlen. Kinder und Familie, scheiß drauf. Ich sage nicht, dass ihr das machen sollt. Ich sage nicht, dass es eine tolle Entscheidung ist. Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Kinder. Frauen sowieso, Familien finde ich super. Ich sage nur, ihr habt die Wahl. Ihr habt die Wahl und ihr wertet einfach, was ist euch wichtiger. Aber erkennt diesen Punkt, ihr habt immer eine Wahl. Und das ist der erste Weg zu mehr Freiheit. Zu erkennen, man hat immer eine Wahl. Letzter Punkt hierzu. Auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung zu treffen. Du kannst nicht nicht wählen. So. Jetzt müsste eigentlich eine weiße Folie kommen. Genau. Kurz durchatmen. Das ging jetzt hoffentlich nicht zu tief. Mir fällt gerade ganz spontan ein Witz ein. Wahrscheinlich haben einige von euch studiert. Für alle, die es nicht getan haben, nicht schlimm, habt vielleicht gar nicht so viel verpasst. Wenn man im Studium eine Klausur schreibt, und es geht meistens 1,5 Stunden, und wenn die Zeit vorbei ist, müsst ihr wirklich in dem Moment den Stift weglegen. Das ist Zeit vorbei, du darfst nicht weiterschreiben, das fällst du automatisch durch. Da haben wir eine Klausur und vorne ist eben hier Pulk vom Professor und er sagt seinen Studenten, noch 5 Minuten, schreiben weiter. Noch 1 Minute, schreiben alle weiter. Die Zeit ist um. Alle legen ihren Stift weg, außer einer in der ersten Reihe. Der schreibt einfach weiter. Und der Professor, die Zeit ist um, schreibt weiter. Alle gehen nach vorne zum Professor und legen ihre Klausuren auf den Stapel. Der Stapel wird immer größer. Nur der eine, er schreibt weiter, überzieht irgendwie 10 Minuten. Der Raum ist leer, da ist nur noch der Student und der Professor.
Nach 10 Minuten ist er fertig, packt seine Sachen ein und geht ganz entspannt zum Professor. Und der Professor meint, Sie wissen ja, Ihre Klausur kann ich natürlich nicht annehmen. Und sagt er, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein. Und er so, gut. Schönen Tag noch, Herr Professor. Ich habe das Gefühl, wir leben manchmal in einer wirklich komischen Gesellschaft. Als ich in Brasilien war, habe ich einen Artikel geschrieben darüber, wie man glücklich wird. Und ich habe da wirklich viel für recherchiert, Studien gelesen, Bücher gelesen. Ich saß irgendwie 2 Wochen an dem Artikel und ich fand, der ist wirklich gut geworden. Langer Artikel mit Quellenangabe, viel reflektiert auf mein eigenes Leben bezogen. Und zu dem Artikel habe ich natürlich ein Video gemacht. Das ging irgendwie so 5-6 Minuten, wo ich den Artikel zusammenfasse. Und das Video erklärt dir, wie du Stück für Stück glücklicher werden kannst. Und es hat es irgendwie ein paar tausend Klicks. Und ich denke mir, warum hat so ein Video, was in Anführungszeichen dein Leben verändern kann, ein paar tausend Klicks? Und irgend so ein blödes, lustiges Katzenvideo hat 8 Millionen Klicks. Ich müsste nur ein Katzenvideo machen, hätte 8 Millionen Klicks. Gut, das sind Fragen, die ich mir manchmal stelle. Gut. Wir haben bis jetzt gesehen, dass jeder für sich selbst Freiheit definieren muss, aber dass ich bin der Meinung, dass es keine gute Definition ist, ich mache in jedem Moment das, was ich will. Des Weiteren haben wir gesehen, dass Freiheit anfängt, indem ihr realisiert, dass wir immer eine Wahl haben, auch wenn uns vielleicht die Optionen nicht unbedingt gefallen. Ich möchte noch eins weitergehen. Und ich glaube nämlich, die absolute Freiheit existiert nicht wirklich. Vielleicht sehen es andere Menschen anders, ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es in 20 Jahren anders sehen. Momentan sage ich, die absolute Freiheit existiert nicht. Das heißt, wir können frei wählen, aber alles hat seinen Preis. Alles hat einen Preis. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige meiner Leser und vielleicht auch einige von euch meinen Lebensstil beneiden. So, hey, ich war dieses Jahr in Dubai, ich war in Argentinien, ich war in Brasilien, ich war gerade eine Woche in Wien, ich werde nochmal ein paar Wochen nach Wien. Im Sommer will ich nach Serbien und danach will ich nach Asien. Ich habe mal hier eine Affäre, ich habe mal hier einen Dreier. Wow, wunderbar, sieht nach einem Traumleben aus. Für mich ist es momentan mein Traumleben. Der Punkt ist, dieses Leben hat auch seinen Preis. Dieses Leben hat auch seinen Preis. Erster Punkt ist, mein Job ist nicht unbedingt sicher. Wenn ab morgen keiner mehr mein Buch oder meine Produkte kauft, ich habe dann kein Einkommen. Was ist, wenn irgend so ein 25-jähriger Computer-Nerd, der 25 Kilo wiegt und in seinem Leben noch keinen Sex hatte, morgen das Internet lahmlegt? Also da ist es ein bisschen weit gedacht, ein bisschen Spinnerei. Aber was ist, wenn morgen das Internet zusammenkracht? Ich habe nichts in der Hand. Alles, was ich mache, ist digital. Es sind Ideen, Wörter, nichts Handfestes. Ich zahle momentan nicht in die Rentenversicherung ein. Ich glaube nicht, dass es momentan eine gute Idee ist, weil ich glaube, irgendwann kommt noch der ganz große Finanzcrash. Aber ich sage nur, ich zahle schon nicht in die Rentenversicherung ein. Des Weiteren, wie glaubt es ist es, wenn man alle 3, 4, 8 Wochen an einem neuen Ort ist? Ihr kennt da keinen. Ihr müsst irgendwie Leute kennenlernen. Sei es jetzt Freunde, Männer, Frauen, was auch immer. Das ist nicht einfach. Das ist viel Arbeit, weil du, wenn du ankommst, du musst dich öffnen, du musst auf neue Menschen zugehen. Du bist der Neue. Und ich habe sehr, sehr gute Freunde in meinem Leben, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, aber wirklich oft sehe ich die nicht. Meine Familie genauso. Als ich 2013, 2014 insgesamt für fast 1,5 Jahre in Südamerika war, habe ich meine Familie nicht gesehen. 1,5 Jahre. Das ist zum Beispiel ein Preis, den ich zahlen muss. Noch eins weiter. Thema Frauen und Sex. Wirklich guter Sex braucht meistens seine Zeit. Man muss sich kennenlernen, man muss sich aufeinander einlassen, man muss sich vertrauen, man findet heraus, was der andere will. Diese Zeit, die bin ich oft nicht an dem gleichen Ort. Klar, vielleicht habe ich Sex mit verschiedenen Frauen, aber wirklich gut ist der Sex eher selten. Ich hatte schon fantastische One-Night-Stands, absolut, aber es ist nicht die Regel. Jeder Mann, der zu mir sagt, Anschu, ich möchte richtig viel guten Sex, sage ich, such dir eine Freundin oder eine Affäre. Ja, es ist so. Die lernst du kennen, du lässt dich fallen, Gefühle entstehen, das ist toll.
Bei mir ist es oft nicht so. Ich bin ja immer woanders. Oder noch konkreter, was glaubt ihr, wie Frauen reagieren, wenn sie fragen, was ich arbeite? Anschu, voll toll, du reist ja um die Welt und bist frei, mal hier, mal da. Was machst du beruflich eigentlich? Ich schreibe. Über was denn? Über so Persönlichkeitsentwicklung und ein bisschen Dating. Ja, ist ja voll interessant. Für viele ist es super interessant, bis sie zum ersten Mal meine Seite sehen. Aber du hast ein Buch geschrieben, wie man Frauen verführt. Es gibt wirklich tolle Frauen, die sind nicht mehr in meinem Leben, weil ich das mache, was ich mache. Vor ein paar Wochen war ich eine Woche in Wien. Ich hatte am letzten Tag ein Date mit einer wirklich süßen 21-Jährigen. Die war so ein bisschen schüchtern und ich fand die super süß. Wir haben uns echt gut verstanden und wir waren nicht im Bett, wir haben nur ein bisschen rumgeknutscht. Und ich meinte, hey, ich bin in ein paar Wochen wieder in Wien, ich würde dich gerne wiedersehen, ich finde dich toll. Und die Tage danach haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben. Und sie wusste, was ich machte, also dass ich schreibe, aber sie kannte meinen Blog nicht. Und von heute auf morgen auf WhatsApp gelöscht, es kam nie wieder was zurück. Ich gehe mal davon aus, dass sie meine Seite entdeckt hat und dass sie das eben nicht so toll fand. Was ich verstehen kann. Ich kann es absolut verstehen, aber es ist schade. Oder jetzt, als ich von Wien zurückkam, saß ich in der U-Bahn zurück zu meiner Wohnung. Ich wohne ja gerade in Berlin noch für einen Monat. Und da saß vor mir eine wirklich tolle Frau. Und ich habe sie angequatscht und sie konnte perfekt Deutsch, aber kommt eigentlich aus der Ukraine. Und bevor sie ausgestiegen ist, haben wir Nummern getauscht. Wir haben noch am gleichen Tag hin und her geschrieben und ich fand die wirklich toll. Und wir haben auch hin und her geschrieben und auch nach ein paar Tagen hat sie mich auf WhatsApp gelöscht. Ich dachte, schon wieder, was ist los? Und ich habe eine SMS geschrieben und meinte, hör zu, ich fand dich wirklich toll. Ich glaube, du mich auch. Ich würde dich gerne besser kennenlernen. Ich würde dich gerne treffen. Und sie meinte, ich habe kein Interesse mehr. Mehr nicht. Und ich so, okay. Dann schreibe ich zurück, hast du einen Freund? Und sie, warte, ich zeige euch, ich habe die Nachricht noch hier. Kleinen Moment. Und ich habe ihr geschrieben, hast du einen Freund? Und sie hat geantwortet, nein, habe keinen. Weiß, was du beruflich, / privat machst. Auf solche Abenteuer habe ich keine Lust, bitte um Verständnis. Auch hier, ich kann es verstehen. Aber es ist schade. Es ist schade, wenn man eine tolle Frau kennenlernt, wo man glaubt, man hat Chemie und es passt. Dann kommt sowas. Ich möchte jetzt kein Mitleid von euch. Ich liebe mein Leben. Ich fühle mich momentan wirklich frei. Ich liebe, was ich mache. Ich sage nur, alles hat seinen Preis. Das war jetzt ein Beispiel von meinem Leben. Was sagen für euer Leben? Die absolute Freiheit gibt es, glaube ich, nicht. Egal, was ihr macht, ihr werdet immer einen Preis dafür zahlen müssen. Die Frage ist immer, ob ihr diesen Preis zahlen wollt. Letztes Beispiel dazu. Das wird wahrscheinlich auf viele hier nicht zutreffen, aber als Student war für mich frei sein so, ja, ich kann ausschlafen und jeden Abend feiern gehen und trinken und mal Gras rauchen oder was auch immer. Und gerade in Berlin sehen das viele ähnlich. So an einem Dienstagabend auszugehen und harte Drogen zu nehmen, ist für die Freiheit. Das machen die 3-4 Mal die Woche. Es ist schön und gut, wenn das für dich Freiheit bedeutet. Aber sei dir bewusst, dass du dafür einen Preis zahlen musst. Und der ist wahrscheinlich mit deiner Gesundheit. So, ich liege wunderbar in der Zeit, das freut mich. Ich möchte euch nun erklären, was euch des Weiteren davon abhält, freier zu sein. Und das ist ein Punkt, der betrifft auch mich persönlich sehr, sehr stark. Ich sage immer, ich habe nicht alle Antworten, ich bin nicht besser als ihr, ich bin nicht schlechter. Ich habe auch meine Baustellen. Denen stelle ich mich. Mal besser, mal schlechter. Ich bin eigentlich an sich auch ein Angsthase. Deswegen sind meine Eier immer noch so klein gerade. Was ist für euch das Gegenteil von Freiheit? Schwer zu definieren. Ich musste echt ein bisschen überlegen für den Vortrag. Was ist das Gegenteil von Freiheit? Da hinten. Angst habe ich auch lange überlegt. Ich würde sagen, Angst ist ein Gegner von Freiheit. Auf jeden Fall. Wir sind oft nicht frei, weil wir Angst haben. Aber es ist nicht das Gegenteil. Ich glaube auch. Für mich ist das Gegenteil von Freiheit Abhängigkeit. Sicher nicht das Einzige, aber es ist für mich das große Gegenteil. Ich schreibe, erkenne deine Abhängigkeit. Wir alle. Falsch. Die meisten in diesem Raum, und ich beziehe mich hiermit ein, sind abhängig. Von der Meinung anderer, von den Werten der Gesellschaft, von dem Vater,
wichtiger Punkt beim Mannsein. Von sozialen Medien. Facebook, YouTube, Tinder, E-Mails, YouPorn, wie es alles heißt. Wir sind abhängig von diesem Ding hier. Ich bin der Allererste. Wie kann es sein, dass ich mit 3 guten Freunden am Tisch sitze und ich immer auf das Ding gucken muss? Es blinkt. Mein Foto auf Facebook hat ein neues Like. Ja, yeah, ich bin was wert. Das ist Abhängigkeit. Und das ist traurig. Und ich möchte euch jetzt 3 Abhängigkeiten erklären, wo ich der Meinung bin, die halten uns größtenteils davon ab, frei zu sein. Punkt Nummer 1, die Meinung anderer. Ich bin an einem Punkt, wo ich sage, mir ist es größtenteils egal, was andere von mir denken. Versteht mich nicht falsch, wenn es nach dem Vortrag ihr alle sagt, fast 200 Leute, Anschu Kögel, Scheißtyp, sein Vortrag für die Mülltonne, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Dann würde ich sagen, irgendwie stimmt mit mir was nicht. Oder mit euch allen. Nein, natürlich nicht. Ich hätte meine Zweifel. Aber jetzt nach dem Vortrag sagen 10 oder 20 Leute, der Typ geht gar nicht. Dann sage ich, fair enough, es ist in Ordnung. Ich weiß, mich kann nicht jeder mögen. Es ist einfach so. Weder Frauen noch Männer. Und es ist in Ordnung. Manche lieben mich, manche denken, ich bin okay. Und manche sagen, der Typ geht gar nicht. Und je schneller ihr das begreift, desto eher wird er frei sein. Desto eher könnt ihr wirklich authentisch und ehrlich sein. Wenn ihr einfach versteht, euch kann nicht jeder mögen. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Aber es geht. Klar spreche ich jetzt nicht auf der Bühne komplett frei. Ich habe diesen Vortrag ein bisschen vorgeprobt, auch damit ich gucke, dass ich zeitlich hinkomme. Und ich kriege die besten Ideen und kann Konzepte entwickeln, wenn ich rumlaufe, wenn ich spazieren gehe. Und ich bin aber gerade in Berlin. Und in Berlin sind überall Menschen. Das heißt aber, die ganze letzte Woche bin ich oft mal abends rumgelaufen mit einem Kapuzenpulli, weil es kalt war, Kapuze über und habe lautstark diesen Vortrag auf den Straßen vor mir hergesagt. Klar gab es immer wieder Menschen, die mich gesehen haben. Es war so, was soll's? Ab und zu, wenn irgendwie mehrere Menschen waren, habe ich so getan, als würde ich gerade irgendwas aufzählen, als würde ich irgendwas auswendig lernen. Aber hey, wenn du jetzt denkst, ich bin scheiße, das ändert doch an mir nichts. Wenn wir uns kennenlernen, bin ich ein Mann. Wenn du sagst, du bist scheiße, bin ich immer noch der gleiche Mann. Du kennst mich nicht. Noch nicht. Deine Meinung zählt nicht. Sorry, nur weil du mich eben nicht kennst. Wenn ein guter Freund zu mir sagt, Anschu, du hast jetzt wirklich Scheiße gebaut, dann reflektiere ich und sage ich, okay, da kann was dran sein. Aber bei wildfremden Menschen, who cares? 2. Punkt. Job. Wir Männer definieren uns noch stark über den Job. Und heb mal die Hand, wer etwas studiert hat oder jetzt gerade einen Beruf macht, weil er vernünftig ist. Und ich heb die Hand auch, weil ich habe dieses Studium gemacht, weil es vernünftig war. Ja, es sind fast die Hälfte. Die Frage ist, warum? Das ist das Gegenteil von Freiheit. Abhängig. Den Job, weil laut gesellschaftlichen Werten es ein guter Job ist. Vielleicht beeinflusst durch eure Eltern, durch euren Vater, wie es bei mir war. Das ist eine Abhängigkeit. Zu sagen, ich mache einen Job, weil andere denken, der ist gut. Mein Sohn, du musst Anwalt werden. Ja, Anwalt. Eigentlich bin ich Künstler, aber ich werde Anwalt. Das ist eine krasse Abhängigkeit. 3. Punkt, wo auch ich mich schuldig bekennen muss. Abhängigkeit von Frauen. Die allermeisten Probleme, also Anführungszeichen Probleme, die ihr im Umgang mit Frauen habt, egal ob ihr jetzt Single seid und keinen Erfolg bei Frauen habt oder in einer Beziehung seid und es irgendwie nicht so läuft, wie ihr es vorstellt, haben ihre Ursache in irgendeiner Art von Abhängigkeit. Weil er Bestätigung braucht von Frauen, weil er die Anerkennung braucht, weil er euch nach Harmonie sehnt, keine eigenen Grenzen habt, weil ihr Frauen generell braucht. Ich bin nur ein Mann, wenn ich viele Frauen gevögelt habe oder wenn ich eine Frau richtig besorgen kann oder wenn ich 2 Frauen richtig besorgen kann. Das ist Bullshit. Ich habe damit auch noch zu kämpfen. Ich lerne es auch noch zu sagen, hey, ich bin ein Mann so oder so, auch ohne Frau, ohne Frauen. Erkennt diese Abhängigkeit in eurem Leben. Erkennt diese Abhängigkeiten, weil wenn ihr sie nicht erkennt, könnt ihr auch nicht wirklich freier sein. Da fängt das Ganze an. Ich habe noch 10 Minuten. Ja, super. Kommen wir zum letzten Punkt. Der ist
ich würde mal sagen, ein bisschen merkwürdig. Ich habe den so genannt. In den Körper kommen. Dazu wird es, glaube ich, auch nachher in den Vorträgen noch einiges geben. In der westlichen Welt spielt sich das Leben von hier aufwärts ab. Wir sind den ganzen Tag in unserem Kopf. Das muss ich machen, das muss ich erledigen, jenes und so weiter. Aufwachen. Passt, wenn mein Vortrag langweilig ist, ist in Ordnung. Super, meditiert gerade. Wir sind den ganzen Tag in unserem Kopf. In den Körper kommen. Wir kommen gleich dazu. Aber er lacht, das ist gut. Wir sind den ganzen Tag in unserem Kopf. Und die allermeisten unserer Probleme entstehen hier oben. Zweifel, Ängste. Vieles von dem, was uns abhält, freier zu sein, ist hier oben. Das ist nicht wirklich real. Ich will eine Frau ansprechen, aber ich traue mich nicht. Ist nicht real, ist nur hier oben. Und Freiheit heißt auch, mehr in den Körper zu kommen, mehr zu fühlen und weniger zu denken. Großer Punkt. Und ich kann es mit Worten gar nicht wirklich erklären, weil sonst ist es ja wieder nur mentale Projektion, Konzepte. Deswegen möchte ich mit euch noch eine ganz kurze Übung machen. Würde mich freuen, wenn alle mitmachen. Diejenigen, die mich scheiße finden, müssen nicht mitmachen. Dann einmal bitte alle aufstehen. Ich bin selbst ein sehr, sehr kopflastiger Mensch und ich versuche, Körperübungen immer öfters zu machen, weil sie mir wirklich gut tun, weil sie mir mehr Freiheit geben. Und wir haben jetzt nicht viel Zeit, wir machen was ganz Simples. Erstmal möchte ich, dass ihr alle dreimal tief in den Bauch atmet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube schon. Ich atme mit. Atmet weiter so. Und ihr spürt aber noch eure Füße am Boden. Guckt mal, wie sich der Boden anfühlt. Wie ihr eure Zehen spürt. Fühlt mal den Boden. Jetzt bewegt mal eure Fingerspitzen. Fühlt mal eure Finger. Eure Arme. Eure Beine. Fühlen sie sich schwer an, leicht? Tragen sie euer Gewicht gut? Eure Brust? Ist die verklemmt? Ist die offen? Euer Rücken? Wie fühlt er sich an? Euer Bauch? Spürt mal euren ganzen Körper hinein. Wie fühlt sich euer Schwanz an? Ganz ehrlich, ist er entspannt, groß, zerklein, zusammengezogen? Eure Eier? Hängen die locker? Oder sind das zwei Murmeln, wie bei mir? Ja, wenn ich im Kopf bin, ist mein ganzes Becken immer angespannt. Und jetzt nicht lachen. Fühlt mal euren Anus. Ist der entspannt? Zusammengekniffen? Wenn ich in meinem Kopf bin, wenn ich nicht frei bin, ist mein Becken immer angespannt. Und wenn ich dann versuche, meinen Anus in Anführungszeichen zu öffnen, meinen Arsch zu entspannen, rutscht noch meine Hoden immer ein bisschen runter. 1-2 Zentimeter. Guckt mal, ob es bei euch vielleicht auch so ist. Fühlt mal eure Anspannung im Körper. Gut. Frauen können das übrigens auch machen. Und jetzt bewegt euch mal. Schüttelt euch mal ein bisschen aus. Guckt, dass euer Nebenmann nicht umhaut. Aber ein bisschen. Ich habe hier mehr Platz, ich weiß. Gut. Ich bin mir sicher, dass ihr euch jetzt ein bisschen freier fühlt. Ihr seid mehr an eurem Körper. Eure Stimme hat sich vielleicht verändert. Ich merke es bei mir. Ich spreche gerade weniger aus dem Kopf und mehr aus dem Körper. Vielleicht hört man es auch. Ich bin mehr an meinen Körper gekommen, mehr ins Fühlen, weniger ins Denken. Und das verhilft auch zu mehr Freiheit. Das ist ein weiterer Punkt. Ich versuche jeden Tag zu meditieren, Yoga zu machen, morgens zu tanzen, einfach um ein bisschen zu lockern. So, ich habe, glaube ich, noch 5 Minuten. Das ist perfekt. Und zwar zum Abschluss brauche ich nochmal eure Hilfe. Kennt ihr alle den Film Braveheart? Die Szene am Ende.
Er ist irgendwie so gefesselt und wird gefoltert. Und die meinen zu ihm, du musst nur das Wort Unterwerfung brüllen oder England oder was auch immer. Und die Folter werden aufhören und du wirst einen schnellen, schmerzlosen Tod bekommen. Und er nickt nur ganz kurz und sagt, ja, ich halte es nicht mehr aus. Und dann liegt er da, Kopf zurück und brüllt so laut er kann, Freiheit. Und ich möchte, dass wir das zusammen machen. Ich zähle auf drei runter und wir brüllen so laut es geht, Freiheit. Ich muss aufpassen, dass ich das Mikro nicht sprenge. Aber bei drei brüllt ihr so laut es geht mit mir zusammen Freiheit. Eins, zwei, drei, Freiheit! Super, Dankeschön. So, das war's von mir. Ich danke noch vielmals und auf ein männliches Wochenende. Dankeschön.